Willkommen zu Grow Home, den Nachfolger von Grow Up. Dieses Spiel wurde von Ubisoft während der letzten E3 vorgestellt und ist mittlerweile bereits erschienen. Das Spiel ist ungefähr 2 Wochen alt und ich hatte ursprünglich vor, es sofort beim Launch zu spielen. Jedoch gab es Berichte, dass es einige Probleme mit Save Games und allgemeinen Abstürzen gab. Und dementsprechend habe ich abgewartet, noch ein Let's Play durchlaufen lassen. Und jetzt, denke ich, sollte das Ganze hoffentlich behoben sein. Und wir gehen in das Abenteuer von Grow Up. Und damit startet unser Abenteuer auf einem erneut neuen Planeten. Und die Situation scheint diesmal so ein Ticken anders zu sein, denn scheinbar ist unser Schiff komplett dabei draufgegangen. Und wir haben nicht mehr wirklich so einen Weg, wo wir einfach wissen, dass wir da zurück können. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommen wird. Press back to access pod view. Oh, you can see through my eyes, that's disconcerting. Ja, verständlich. Move left stick to look around. Use the right stick to zoom in on things. I like planets. Oh, das ist natürlich eine ungewohnte Steuerung. Oh, yep, that's weird. It's a tub. Da können wir hin. A protective canister that stores equipment. Can you get to it? No, let me try. Press B. So, und das Interessante ist natürlich, was man hier schon relativ schnell gesehen hatte, am Intro bereits, dass with the bumpers or triggers, ja genau, so können wir uns nach oben klettern. Wir haben auf jeden Fall hier einen Riesenplaneten, den wir erkunden dürfen. Nicht nur so ganz kleine, die man in weniger als 10 Sekunden umlaufen kann. Mom must have dropped this. Oh, Mom, that was a terrible crash. Sniff. Yes, it was. So, was hast du denn so Feines, wenn ich nicht daran vorbeilaufen würde? Oh, Floradex 3000. Scans, records and reproduces the DNA of user floraforms. Make seeds. So, nee, das ist like a flower farm Fotokopierer. Und das ist unsere allererste Fähigkeit. So, und jetzt grab and press X to scan. Und damit haben wir. Aha, wir können das damit aufmachen, aber halt. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich habe jetzt die X-Taste gedrückt. Wenn ich loslasse, lässt er das auch wieder los. Und wie man sieht, ich kann hier durchklicken, wie ich lustig bin, aber ich kann sonst nicht viel machen.
Also den habe ich jetzt noch nicht verstanden. Grab and press Exoscan, that's a compatible floor form, but take a look what the floor deck says about it. Unknown Flora Form. Das sagt er zu allen, also den habe ich jetzt noch so überhaupt nicht verstanden. Gibt es auch irgendwas, was man sonst noch klicken darf? Muss man vielleicht einmal nur draufklicken? Ne, man muss gedrückt halten. Also den ralle ich so überhaupt nicht. Bin ich zu dumm bei Press X? Vor allem das Interessante ist, dass der halt das immer aufmacht. Egal, ob ich halt irgendwas habe oder nicht. Also wenn ich auch hier mache, you know. Ist denn irgendwie die... Ach so, ich weiß, was mein Problem war. Ich dachte, X ist Grab. Press X to throw seed. Man muss natürlich die Shoulder-Buttons nutzen, um zu drücken. Was nicht selbstverständlich war, weil ich da hingegangen bin und es sah aus, als würde der dann automatisch greifen. Okay, damit haben wir jetzt einen weiteren davon angebaut. Und das können wir scheinbar nicht unendlich häufig machen. Aber es lädt sich wieder auf. Ha. Kann ich das mit allerhand Sachen machen? Okay, ich kann es also nicht mit Tieren machen. Ich kann zwar Tiere nehmen und da will ich mal gucken, ob ich den vielleicht hier reinziehen kann, wie in der Vergangenheit, oder ob das ein komplett anderes Portal ist. Ich denke, das ist nämlich einfach nur eine Equipment-Sache und kein Portal in der Hinsicht. Okay, gut. So, damit haben wir so die erste Sache gelernt. Kriegen da gleich die nächste. Use a floor form to reach that floating rock. Okay, dann probieren wir das doch mal. Genau, jetzt können wir hier mich hochkraxeln, wenn er denn mitmachen würde. Oi, hi. Ja, wichtig, immer muss ein bisschen gucken, wo man hin möchte, um auch tatsächlich dahin kommen zu können. Ja, schön. Well, pretty good for you. But I can't fly, so meh. ja, wo er recht hat, hat er recht. So, dann klettern wir hier hoch. Da brauchen wir auch nicht irgendwelche Sachen für. Obwohl natürlich das vermutlich von der Sprungform sehr, sehr hilfreich ist. Greatest height. The higher we go, the closer we are to the moon. I will track your progress. Thank you. Wow, ich wollte da jetzt nicht runterfallen, aber danke, dass du es trotzdem hinbekommen hast. Gut, dann gehe ich jetzt ganz bewusst hier diesen langsamen Weg und ich sehe da hinten schon wieder Sachen, die man einsammeln kann. Okay, wir wissen, dass wir da hoch müssen. Also machen wir da natürlich so einfach weiter. So, alle, hopp, hopp, hopp. Grab to open the tub. Okay, also das ist wie gewohnt, man muss die Dinger aufmachen, um deren Effekte zu bekommen. Und da muss man aber aufpassen, dass man nicht selbst erschlagen wird. Muss ich das komplett aufmachen? Nope. Engage with A while jumping. Jetpack allows you to fly, kind of. Not like me, though. Okay, cool. Und damit haben wir das schon. Aber wieder natürlich in limitierter Art und Weise. Hey, Bud. Look what I found. Ah, ich komme zu dir. Komm schon. Ich komme. Versuch dabei nicht auf die Fresse zu fliegen. Und zwar a Star Plant. Press back. Oh, it's a piece of our ship. A piece of mom. Mhm. Das kann mich jetzt hier gerade nicht bewegen. We should take it to the moon and fix mom. Okay, also das wird im Endeffekt unsere Aufgabe sein. Alles zu durchsuchen nach Teilen. I'm keeping track of everything you find. Press RB diesmal. Ride a bumper. Ist das nicht so ein... Doch. Achso, Trigger und Bumper. Ja, okay. Muss ich mich immer wieder daran hervorheben. So, Greatest Height, Abilities, Crystals und Challenges. Mit Buttsuits. Mhm. Okay. The zweite Ship Parts. Get to the moon and save mom. Das ist unsere Aufgabe. A to set way... Oh, sweet. Das ist natürlich schon mal sehr hilfreich, wenn auch sehr, sehr weit oben. Aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem gebacken. So, ich folge jetzt erstmal so ein bisschen dem offensichtlichen Weg. Ich denke, das ist klar. Crystals, auch hier wieder. Alle hopp. Yes. 150 diesmal. Crystal helps power your system like breakfast cereal, but harder to chew. So, da hinten ist was, was leuchtet. Und dadurch, dass wir da ja eh hin müssen, um da an diese Pflanze zu kommen, nehmen wir das natürlich gleich mit.
Grab a floor form and press. Ja, genau. Machen wir das natürlich auch gleich wieder. Diesmal habe ich es gegriffen gehabt. Spiel! Warum darf ich nicht? Das Spiel lässt mich das Zeug nicht greifen. Habe ich jetzt endlich... Jetzt hat er sich das gespeichert, um mich dann wegzuschleudern. No! Potato Catapult... Family of Floriform that throws things really far. Okay, und das ist der Witz vermutlich, dass wir jetzt sagen könnten... wenn ich denn da hochkomme... Grab Floriform und press B. Ich habe nicht B gedrückt, aber hat trotzdem funktioniert. Genau, und das ist jetzt hier wieder so ein Teleroutes are activated by messing with those clamp things, wenn sie denn mal runtergehen würden. Dankeschön. Alle hopp. Sehr gut. This is a handy respawn point. It does respawning. Yep. That what it does. So, und jetzt gehen wir davon aus, dass wir von jetzt an auch theoretisch Tierchen halt mitnehmen können. Und ich dachte, hier wäre irgendeins. Das ist ein Kristall. Wo bist du hin, kleines, was auch immer es war? Schmetterling zählt nicht. Hier war doch irgendwas am Langlaufen. Es sah so aus. So, jetzt will ich aber nochmal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt das drücke, dann hat er den. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann hat er den. Okay, also man muss wirklich hingehen, das auswählen. Und dann bekommt man das Zeug auch. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Zeug bekomme. Was war ein schöner... Hier ist das eine Vieh, das ich gesucht habe. Hey! Hey, ho! Lass mich dich greifen! Nope, nicht... Okay, Koller runter. Mach du nur. Ich nehme dich so oder so mit. Come on! Ab zum Spawner! Okay, ich muss erstmal wieder ein bisschen aufladen lassen. Ah, ne, hopp. Und ich denke, ich sollte eine Hand loslassen, damit ich mich so ein bisschen an Sachen festhalten kann. Warum kann ich da nicht hochfliegen? War der Winkel vermutlich nicht gescheit. Ich will wirklich einfach nur wissen, ob man damit irgendwas machen kann. Ich wollte eigentlich nicht das Ding wegwerfen. Menno. Ich meine, ich habe mir schief mitbekommen. Yay, aber... Da hinten ist irgendwas auch noch in der Luft fliegend. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal auf das konzentrieren, was wichtig für uns ist. Okay, come on. You can do it. Yes, yes, sehr schön. Erneut was Neues, und zwar die da. Mal gucken, ob das jetzt hier schon tut. Fanghai. A sturdy, tall flora form that should support your weight while climbing, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay, ist das hier irgendwas Interessantes? Nope. Also ich kann immer logischerweise stets testen, ob das mit X mich irgendwas scannen lässt. Oh boy, das sind also auch wieder Sachen gewesen. Das ist great. Wow. Bitte nicht einfach wegäumeln, wenn ich gerade so überhaupt nicht damit arbeiten oder rechnet hatte. So, was haben wir denn hier zu Feines? Grab X to grow. Mhm. So, und den rammen wir natürlich jetzt hier wieder rein, wie im ersten Teil. Flieg und bestäube. Genau, und wie im Vorgänger ebenfalls. Starplants werden damit gefüttert und werden damit größer. Und damit werden wir dann auch zu dem Schiff hinkommen können. It will grow even taller. Yay! And let's do that. The growing island. Hi! Hi, du! Darf ich dich mitnehmen? That was a mistake. Okay, gut. Ich wollte den eigentlich nur mitnehmen. Okay. War jetzt nicht so tragisch, denn wir haben uns ja nochmal gerettet. Aber ich sollte dann trotzdem gucken, dass wir das vielleicht nicht nochmal so versuchen. Denn wir können, wenn ich mich recht entsinne, so Schaden trotzdem nehmen, wenn wir einfach uns fallen lassen. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter springen. Dann war nicht definitiv nicht der idealste Sprung. Natürlich, wir haben nicht unendlich Jetpack. War nachvollziehbar, dass wir das wieder verloren haben. Und dementsprechend müssen wir dann doch die eine oder andere Sache am Anfang jetzt wieder erstmal klettern. Bevor wir
ernsthaft was da reichen. So, logischerweise wollen wir aber jetzt erstmal auf diesen Planeten gucken, den wir dann da noch bekommen haben, ob da denn nicht gleich was ist. Man hört zumindest was. I found another ability tab. I'm on fire. Wait, it was just a spark. Oh, hey, hi, hier. Natürlich schön, dass es gleich hier ist. An der Seite mit dem Crystal. So, ist das irgendwas, was man nutzen kann? Nope, okay. War schön, dass ich das mitnehmen könnte, wenn ich wollte. Alle hopp. Sehr gut. So, what is it, wenn ich nicht dran vorbeifliegen würde? Und zwar, press tap wine open air brakes. If you're ever falling, this help will stop your pile of... What the fuck? Okay. Das ist natürlich cool. Das sollte in der Zukunft wirklich helfen, wenn wir irgendwo runterplumpsen. Das klingt nach einer cleveren Erweiterung. Dass wir konstant so ein Lilypad mehr oder weniger haben und nicht halt erst eins suchen müssen. So, die nächste Stelle ist dort drüben. Da wollen wir natürlich dann auch dorthin. So, wir haben da einen Growy. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel uns wieder mehr Growys bietet, als wir ernsthaft brauchen. So, nur sieht man, hier kann man ganz simpel dann darüber segeln, kann sich vor allem die Energie wieder aufladen, was auch super hilfreich sein sollte, denke ich. Da ist irgendwas. Müssen wir gleich mal... Achso, das ist aber nur der Hinweis, hier sind welche. Also ich muss sagen, dass mir das mit dem sanften Fliegen schon richtig gut gefällt. So, wo war das Ding? Da war das Ding. Mal gucken, ob wir soweit... Ach so, Grab, ja genau. Wir müssen es erstmal festhalten. Machen wir bitte. Dankeschön. Und wir drehen uns gleich in die richtige Richtung. Immer merken, nach unten drücken und nach unten ja halten, um nach oben zu gehen und umgekehrt. 2 von 3. Sehr gut. Das Spiel ist jetzt auch so frei und geht nicht hin und Zeit und jedes Mal eine Cutscene, nur weil wir das ein bisschen ausgearbeitet haben. Und wir arbeiten uns jetzt hier schön einfach hoch. So, hier ist was, aber auch da oben. Oh, nope. Das machen wir nochmal. Ganz simpel, ganz sicher. Guten Tag, Mr. Bud. Warte, ich finde es gar nicht so schlimm, dass man hier zum Beispiel, wenn man denn richtig greifen würde, dass man die alle runtersetzen muss, anders als bei den Equipment-Sachen. Aber man muss halt das trotzdem erstmal machen. Sehr schön. I will look for more Tele-Routers. The more you activate, the easier you can get around the planet. Yep, that's the idea. Also wirklich angenehm, dass ich einfach hingehen kann und so bei Weitem sicherer bin. Man muss nicht immer erst abschätzen, wie weit man springen darf. Man aktiviert einfach... Hey, schon wieder 2 von euch. Hi. Kann ich dich jetzt einfach mitnehmen? Hör auf zu fliegen, ich will dich mitnehmen. Nope, du bist eher ein Problem für mich. Okay, einen muss ich jetzt los. Du bist doof, ich will dich... Nope. Okay. Das war jetzt so nicht geplant. Aber das ist nicht das Schlimmste. Okay, gucken wir mal. Da ist einer. Da ist noch einer. Wir brauchen noch insgesamt 3. Und das Schöne ist, glaube ich, wir können uns einfach so festhalten. Und dann geht das Ding automatisch zu. Ja, das ist sehr schick. So, wisst ihr was? Ich will mal was testen. Und zwar... Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, einfach auf ihn zu wechseln. Und das ist natürlich super... Wow. Da sind Challenges? Wow, hi, wow. Okay, die Geschwindigkeit vom Rein- und Rauszoomen ist bei Weitem heftiger als erwartet. Haben wir den? Ja, der ist offen. So, ich würde ganz gerne wissen, wo der nächste... Okay, wir sind dort. Ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich meine, ist super hilfreich, um so nach Kristallen zu suchen. Aber es ist nicht selbstverständlich, wenn sich nämlich einfach irgendwas unten drunter versteckt, dann hilft uns das auch nicht. Hier sehen wir zum Beispiel, da wäre theoretisch einer, aber halt... Da ist das Ding. Die beiden haben wir miteinander verbunden. Ich dachte, hier wäre jetzt gleich einer, aber der gefühlt ist so richtig weit weg. Das ist der hier. Ich denke, da sind wir bei Weitem besser dabei, wenn wir einfach versuchen, einen von denen weiter oben zu nehmen. Ja. Also das ist ein sehr cooles Feature. Spart einem wirklich super viel Zeit. Zum Beispiel da ist noch einer. Ist das der, den ich dachte? I don't know. Ich dachte irgendwie... Also vielleicht täuscht das einfach von der Perspektive.
ich irgendwo hingeguckt habe und nicht in die gleiche Perspektive hatte wie jetzt in der Luft. Ich meine, logischerweise ist es nicht die gleiche Perspektive, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. So, arbeiten wir uns da hoch. Da ist auch schon der nächste. Mal gucken, ob wir den gleich nehmen sollten. Und uns mit dem dann hoffentlich gleich weiterarbeiten. Denn wenn wir einen dieser Dockstationen nutzen, werden ja gleich immer mehrere an dem Ding auch noch gleich mitgespawnt. Falls, wenn man das wirklich nicht erreichen sollte, dass es nicht Untergang der Welt ist. Ja, weiter bitte. Weiß aber noch nicht, was ich mit den großen pflanzen möchte. Die anderen haben alle irgendwie so gefühlt ihren Nutzen, das Ding eher bisher noch nicht. Denke, den will ich aber auch nochmal ganz kurz dann gleich noch einsetzen. Einfach um zu sehen, was dahinter sich verbirgt. Alright. Tries if you need a super clear view of everything around. Right stick and zoom. Wow, no, no! Das war jetzt fies, mir irgendwelche Sachen anzubieten, während ich mich auf... während ich da runterrutsche. Ach so, das ist einfach nur, dass man weiter rein und raus zoomen kann. Okay, alles klar. Ich dachte, das ist jetzt wirklich so eine Zoom-Funktion, nicht einfach eine, wie aus dem ersten Teil, Funktion, wo man einfach nur weiter Kamera rausdrücken kann. So, Dinge kann man wieder hören, das ist sehr schön. Und vielleicht nicht mit beiden festhalten, wenn es geht. Danke. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ansonsten höre ich noch irgendeinen zweiten? Nö. Okay. Dann haben wir hier noch einen. Und da drüben was. Waren wir bei dem? Oh, erstmal halt zurück. Wir retten uns ganz kurz auf eine Position, die nicht... Oh, au. Okay, den soll ich ausnutzen. Dann nutze ich den natürlich aus, aber weil... Sag mal, geh doch mal bitte auf das Ding drauf. Genau. What? Das Ding hat mich umgenietet. Wie auch immer das passieren könnte. So, wir können auf jeden Fall auch noch andere Punkte ansteuern. Und das ist natürlich bei Weitem interessanter, weil wir eine gigantische Welt haben. Wir sehen, da überall sind irgendwelche Sachen, die rot leuchten, die wir in der Zukunft vielleicht ansteuern können. Hier ist wieder das Problem, dass dieser... dass der Teleporter eine extrem starke Saugkraft hat und man erstmal sich davon befreien muss. Ich kann mich nicht dahin bewegen. Und das Ding ist zu schwer aus irgendeinem Grund. Come on. Aus irgendeinem Grund kann ich das Ding nicht dahin bewegen. Entweder sollen die da nicht rein oder... I don't know. Achso, ich muss loslassen. Um auch gleichzeitig... Ich komme da nicht rauf. Dazu ist das Ding da auch irgendwie kaputt. Okay, jetzt macht er... Also, das war wieder merkwürdig. Keine Ahnung, ob der diesmal damit was macht. So, hier ist wieder was Neues. Oh, hi. This floor from ejects pollen at a staggering velocity. It's really, really grotty. Also das ist zugegeben ziemlich cool, weil man so relativ gut von A nach B kommen kann, wenn man die Dinger einfach immer und immer wieder spawnt. Der Planet sieht schon sehr interessant aus. Man kann schon einen großen Unterschied machen, wenn man eine ganze Welt alleine kreiert oder alles generiert worden ist. Genau. Okay, ich würde ganz gerne noch den ersten Punkt erreichen. Dementsprechend, ich kletter mal ganz bewusst weiter nach oben. Oder versuchen wir da drüben weiterzumachen. Ich denke, wir nehmen da drüben den mit. Also bewegen wir uns hier rüber. Ja, und versuchen an dem ersten da weiterzuarbeiten. Die Frage ist, ob man, und das sollten wir dann auch vielleicht noch testen. Aber lass uns erstmal das hier machen. Ob man theoretisch Pflanzen auch hier einfach anbringen könnte, um so weitere Vorteile zu ziehen. Bei den meisten Fällen braucht man es vermutlich nicht, aber... You never know. Ja, klettern ist definitiv langsam, aber nicht tragisch langsam. Weil man doch weit das Gehen schnell hinkommen kann, wo man hin möchte. Also wirklich gut, dass hier halt überall Sachen sind und man vor allem halt auch mehr von denen bekommt, als man wirklich benötigt. Also man kommt nie in dieses Problem, dass man
zu wenige davon hat. Dass man sich da irgendwie versaubeuteln kann oder ähnliches. Mal gucken, wie lange das Ding zieht. Ob es das hinbekommt. Oh no! Das war ganz knapp. Schade. So, aber wie man sieht, jetzt hat er der neue bekommen. Das ist alles kein Problem. Und wir machen hier einfach weiter. Und was? Doch, natürlich. Ja, Nummer 2. You can do it. Bonk. Okay. Sehr schön. So, 4 von 5. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo der 5. von denen sein könnte. Okay, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass wir auf einmal nicht den Halt haben. Wow, warum verliert er immer den Halt? Das liegt vermutlich an der Kamera, oder? Sonst muss ich das immer wieder irgendwelche Viecher vorbeigucken, um herauszufinden, was Sache ist. Ich gehe mal von aus, dass das Spiel wieder relativ zurückhaltend sein wird mit aggressiven Gegnern. Ich denke, wir hatten einen angetroffen im ersten Teil. Und das war dieser eine Bulle, der sich da versteckt hatte. Und auch den konnte man relativ schnell verarschen, um ihn auszuschalten. So, und hier haben wir was versteckt. Oh, ich gehe mal von aus, dass das versteckt sein soll. Denn man hört hier wirklich, wie da irgendwas drin ist. Oh, das wird interessant. Vielleicht müssen wir da in der Zukunft erstmal noch so ein bisschen abwarten. Ich meine, so ein bisschen können wir ziehen, aber wir können definitiv nicht einfach ziehen und rausfliegen. Das ist uns noch nicht so hundertprozentig gegeben. Ah, so ein bisschen ist es doch vorhanden, wenn man meint. Das, denke ich, kriegen wir jetzt schon so hin. Yes! Hoho, wie wir den Stein da weggeäumelt haben. Oh, da bin ich auf jeden Fall aber auch sehr gespannt drauf, wie wir in der Zukunft da wieder die ganzen Upgrades bekommen, die Kristalle einfacher finden zu können. Obwohl es hier vermutlich ein Ticken schwerer wird. In der Vergangenheit war es ja so, dass an einer gewissen Stelle ja immer locker 20 Stück sein konnten. Hier findet man einen, da sieht man wieder zum Beispiel einen, aber halt ist bei Weitem mehr auseinandergezogen, das Ganze. So, der allerletzte. Where is it? Oh, hi. Ich bin mal so frei und gehe mal ein bisschen mehr in die Mitte. Und wir gucken. Nope. Also das Ding bewegt sich ein Ticken schnell. Wo denn der letzte sein könnte? Den haben wir verbunden. Ich meine, wir gucken eigentlich nur in der Umgebung, ne? Der hat nix. Sieht man auch am Boden. Das ist interessant, wie weit das da geht. Da ist auch so eine Art Brücke gewesen. Der hat nichts. Hat der was? No, der hat auch nichts. Der hat nur diese Challenge dabei. Ha. Hat der was? Schwer zu sagen. Er hat einen Kristall drin, ja, aber halt. Interessant, dass er halt da einfach durch die Dings gehen kann. Hier ist eine weitere Ability. Aber ich würde ganz gerne erstmal das eine hier machen. Also ich sehe es wirklich gerade nicht. Dann gehen wir nochmal über die Ansicht hin. Gucken wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Ich gehe davon aus, dass der Witz ist, dass hier noch einer sein soll, dass wir nicht offiziell damit gerade verbunden sind. Weil sonst würde es ja nicht sagen, 4 von 5. Ja, nee. Okay, wir machen mal das nächstbeste. Und zwar, wir fliegen einfach mal los und gucken uns so ein bisschen um. Also da ist einer mit noch einer Sache. Die können wir mal ansteuern. Und in der Zwischenzeit gucken wir einfach mal ein bisschen. Und zwar, ich sehe es nicht. Ha. Ich sehe es leider so überhaupt nicht. Man könnte ja sagen, okay, vielleicht soll man den Großen da reinjonken. Oder in den Großen reinjonken, aber das ist ja auch nicht der Fall. Es ist kein gelbes Zeug unten dran. Irgendwo. Ich meine, wirklich das Gefühl gehabt zu haben, dass wir einen hatten, den wir dann nicht ansteuern konnten. Kriegen wir das hin, von hier aus zu dem hinzukommen? Ansonsten da hinten liegen noch unsere toten Reste vom ersten Versuch. Ha. Da ist einer, da sind wir hin. Da sehe ich jetzt so keinen. Ich meine, ich könnte vermutlich ohne Probleme auch ohne den weiteren dort hinkommen. Aber ich hätte es dann doch schöner gefunden, wenn ich den gefunden hätte.
Ja, also das kriegen wir ohne Probleme hin. Wunderbar. Wenn ich jetzt nochmal so freien, macht den so ein bisschen schneller. Das Coole ist, dass man wirklich erst so noch so einen gewissen Ruck dahinter hat. Man geht also nicht sofort in die langsame Sache über. Das heißt also, wenn man tatsächlich versucht, irgendwo runter zu plumpsen, sollte man das stets mit einberechnen. Okay, dann haben wir hier den weiteren Teleporter. Gut. Und... ja, ich sehe es jetzt leider nicht. Das ist, denke ich, keiner von denen, der irgendwo unter uns ist. Entsprechend würde ich sagen, versuchen wir da einfach hochzuklettern. Und leben mit der Tatsache, dass da vielleicht keiner ist. Aber würde ich sagen, dann nutzen wir natürlich aber auch gleich die Situation aus, um mal wieder so ein Trampolin-Ding zu bauen. Dann können wir ja gleich mal hinsetzen. Ja, ob das funktioniert. Das ist natürlich sehr cool. Weil so können wir dann das halt immer nutzen, um so gewisse Distanzen zurückzulegen. Ah, der hat bitte noch da hoch. Gut. Ah, das ist nicht viel, aber es ist genug, um so gewisse Vorteile daraus zu genießen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir das Spiel, ich meine, der Vorgänger hat mir schon richtig gut gefallen, aber mir gefällt es, dass die Ideen hinzugefügt haben, ohne irgendwie einen Nachteil hinzuzufügen. Oh, du musst erst Ressourcen sammeln, um immer wieder Pflanzen nutzen zu können. Nope, du kannst Pflanzen nutzen, wie du lustig bist. Und musst nicht erst irgendwie Mutti um Erlaubnis fragen. Und das gefällt mir richtig gut. Wenn ich meine, mich von A nach B wirklich immer nur mit Pflanzen zu begeben, ist meine Möglichkeit. Wenn ich halt nur die Stängel nutzen möchte, die an diesen Starplants hängen, auch eine Möglichkeit. So, und jetzt will ich logischerweise erstmal so wieder so einen Punkt finden, an dem ich das Ding auch gescheit anbringen kann, was jetzt hier scheinbar nicht so hundertprozentig mehr gegeben ist. Und was aber schick ist, wir können das scheinbar... nee, wir können es nicht werfen, wenn wir uns irgendwo festhalten. Okay. Also wenn wir uns kurz irgendwie loslassen und dann das Ding werfen, dann sollte das auch schon funktionieren. Wow! Okay, merke, nicht genau vor einem selbst hinlegen. Man wird nur weggebubst. Und das muss ja auch nicht sein. Alle ab, alle ab, alle ab. Ansonsten, ich muss nochmal gucken, vielleicht zum nächsten Teil, ob die Musik vielleicht nicht ein Ticken zu leise ist. Ich habe es ganz bewusst natürlich runtergestellt gehabt, damit man mich verstehen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht ein Ticken zu wenig rüberkommt. Ich denke, das geht trotzdem in Ordnung, dass wir es erstmal so haben. Ja, das dauert. Das dauert. Alle hopp. Ja, ganz cool hier das Nutzen. Wow, careful not to fall. Hey, not everyone has cool wings like me. Ja, that might be true. Spiel? Ah, warum bist du in den First-Person-Modus übergegangen? Keine Ahnung. Achso, weil ich vielleicht zu nah am Boden bin? Das scheint so, ja. Das war jetzt gerade nicht selbstverständlich, warum der das gemacht hatte. Alle hopp, alle hopp. Gut, da schaffst du es jetzt hoch. Okay, das war jetzt wirklich nicht viel. Das war jetzt wirklich nicht viel. Also ich denke, wir werden jetzt für heute wirklich erstmal noch schnell versuchen, zu dem Mothership zu gelangen. Ansonsten 600 Meter ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe von der Hälfte. Ansonsten, ich war kurze Zeit in dem Ding drin gefangen. Da muss ich also auch ein bisschen vielleicht aufpassen. Okay, und logischerweise muss ich jetzt gleich den nächsten Sprung hier auch aus. Wenn ich denn dürfte? Nope, darf ich nicht. Meine Frage ist, was passiert, wenn ich hier ganz oben ganz bewusst so einen anbringe? Oh, schon wieder keine Kraft mehr. So. Oh, ich komme hier also nicht mit hin, einfach irgendwas anzubringen. Da waren sie also clever genug, weil logischerweise, wenn das Ding weiter wächst, oben hin, dann wollen die natürlich verhindern, dass man da irgendeinen Blödsinn macht und eventuell das Spiel buggy wird, nur weil das Spiel dann nicht die Connection hinkriegt. Alle hopp, alle hopp, alle... nope, bitte. Come on, you can do it. Ja, hat zweimal versucht, da nicht hinzugreifen. Aus irgendeinem Grund. Okay, jetzt haben wir hier was. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Und dann gehen wir zum Schiff. Alle ab. Alle. Come on, you can do it. Alle
ab. Denn logischerweise, ich will hier nicht irgendwie runterplumpsen. Oder wenn ich dann halt in das Spiel wieder zurückkehre, dann auf einmal irgendwo anders starten. Okay. Ich werde dann vermutlich zum nächsten Teil nochmal so gucken, ob ich da tatsächlich einen übersehen habe oder ob das Absicht war, dass man hier nicht erstmal weiterkommt. Ich denke, ich habe irgendwas übersehen, aber... Gut. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Denn bisher haben wir dem Tutorial so mehr oder weniger gefolgt und ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, ob das überhaupt clever ist. Grab the magnet. Are you magnet? Keine Ahnung, ob das ein Magnet darstellen soll, aber... Ne, ist eigentlich kein Magnet, ne? Ah, come on, nicht irgendwo an der Sache hängen bleiben. Ist das Ding da in der Luft gemeint? Natürlich auch nicht selbstverständlich, wenn man halt sich erstmal umguckt. Holy shit, das Rot in Rot. Ist das überhaupt nichts? Ist das, soll das der Magnet darstellen? Step down. Okay. Im Feuer ausgewichen. Oh boy, wo bist du denn? Du bist ja so an einem komplett anderen Ort. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende des ersten Teils. Wir haben so den Anfang gemacht. I spy another ability to top, either that or it's a weird metal floor form. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.